heilige Namen. Als heilige Namen bezeichnet man Namen Gottes, die eine besondere Kraft und Energie haben. Heilige Namen können auch verwendet werden, um Menschen so zu nennen. Heilige Namen wird man zum Beispiel für die Meditation verwenden, um auf diese Weise zur Gotteserfahrung zu kommen. Es gibt einige Traditionen, einige religiöse Traditionen, wo heilige Namen eine besondere Rolle spielt. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. In der indischen Tradition und gerade in der hinduistischen Tradition spielen die Namen Gottes eine große Rolle und werden eben als heilige Namen bezeichnet. Diese heiligen Namen werden meistens verbunden mit anderen Worten und Silben und werden so zum Mantra. So ist Om der heilige Name von Brahman und man kann einfach Om wiederholen. Oder Shiva ist ein heiliger Name und wir können wiederholen Om Namah Shivaya, um auf diese Weise uns zu verbinden mit der Kraft von Shiva. Narayana ist auch ein heiliger Name Gottes und wir können wiederholen Om Namo Narayana in der Meditation zur Gotteserfahrung zu kommen. Und so hat jeder Aspekt Gottes einen oder mehrere Namen, heilige Namen, die man damit Om verbinden kann, oft mit einer Grußformel wie Namaha oder Nama oder Namo. Und dann wird es zu einem Mantra, mit dem man in der Meditation Gottes Bewusstsein erfahren kann. Im Hinduismus gibt es auch die Tradition, dass jeder Aspekt Gottes viele heilige Namen hat. Zum Beispiel für Shiva ist der wichtigste Name Shiva, aber heißt auch Shankara und Shambhu und Vishwanatha und Hara und noch vieles andere. So gibt es die 108 heiligen Namen von Shiva und sogar die 1008 heiligen Namen von Shiva. Das ist dann Shiva Sahasranama. Es gibt die 108 Namen, die wir gerne rezitieren bei Shiva-Pujas, 108 heilige Namen Shivas. Aber es gibt die 1008 Namen Shivas, die wir gerne bei Shivaratri rezitieren. So gibt es auch 108 heilige Namen von Vishnu, aber es gibt auch Vishnu Sahasranama, die 1008 Namen von Vishnu. Das Konzept der heiligen Namen gibt es aber nicht nur im Yoga. Wir finden es zum Beispiel auch im Judentum. Im Judentum werden daraus aber andere Schlüsse gezogen. Im Hinduismus sagt man, die Namen sind heilig und deshalb soll man sie möglichst häufig wiederholen. Im Judentum gibt es die heiligen Namen Gottes und weil sie so heilig sind, soll man sie mit Ehrerbietung behandeln. Man soll sie nicht, gibt ja eine der 10 Gebote, es sagt, du sollst den Namen Gottes nicht vergeblich verwenden. Was auch heißt, man soll nicht sagen, Flüche mit Gott, Herr Jesus Christus als Fluch oder oh mein Gott. Das sollte man eigentlich nicht machen. Im hinduistischen Kontext soll man es gerade machen. Gerade wenn es schlecht geht, soll man den Namen Gottes wiederholen, um seinen Gott zu wenden. Und letztlich, wer weiß, vielleicht ist Christentum etwas beeinflusst vom Hinduismus, wo eben der Name Gottes wiederholt wird als heiliger Name, der gerade in schwierigen Situationen helfen soll. Der wichtigste, der heiligste Name Gottes gilt im Judentum sogar als unbekannt. Er wird abgekürzt mit JHVH, JHWH und ausgesprochen im Hebräischen Adonai. Aber Adonai ist der Herr, ist vielleicht auch ein Name Gottes, aber der heiligste Name ist so heilig, dass wir ihn nicht aussprechen können. Wir finden aber auch viele heilige Namen im Judentum und die Bibel ist voller heiliger Namen. Und auch im Christentum wendet man sich an Gott, an Jesus, an den Herrn. Und auch die Namen sind aber nicht so heilig, weil man kann sie in seiner Muttersprache aussprechen. Wenn das in den Religionen, wo der Name Gottes heilig ist, darf er auch nicht übersetzt werden. Oder er darf übersetzt werden, aber die Übersetzung ist nicht so heilig wie der Ursprungsname. Und im Islam wird Gott immer Allah genannt, egal in welcher Tradition. Im Christentum wird der Gott in den Deutschen Gott genannt, bei den im Lateinischen Dominus, bei den Franzosen Dieu, bei den Engländern Lord, bei den Spaniern Dios. Also viele Namen Gottes, aber sie haben nicht diese Heiligkeit wie in den Religionen, wo man der Klangschwingung des Namens große Kraft gibt und man mit großer Ehrerbietung den Namen Gottes wiederholt.
Aber wenn für dich Gott oder Jesus Christus ein heiliger Name ist, dann wird es zum heiligen Namen. Und wenn du mit dem Vertrauen diesen Namen wiederholst, dann wirst du Gottes Gegenwart spüren.